Hallo und herzlich willkommen zurück zu Top 11, dem Fußballmanager. Wir haben jetzt gleich unser Ligaspiel. Ich habe den Rest schon mal gemacht. Ich habe schon mal Trainingspunkte eingesetzt. Ich habe die beiden mal auf den Transfermarkt gepackt, die wir noch nicht verkaufen konnten. Hier, wartet. Die beiden. Ja, die restlichen Trainingspunkte. Wir haben unser Pokalspiel souverän gewonnen. Ja. Zwar mit einem 4:0-Klatsch für uns. Dabei hatte sich ein Spieler verletzt, den habe ich wieder geheilt, das war gar kein Problem. Und jetzt haben wir unser Ligaspiel. Sieht die Champions League aus? Ja, das ist noch sehr offen hier, würde ich behaupten. Morgen spielen wir gegen Spenden FC. Die klatschen wir. So. Jetzt unser heutiges Ligaspiel gegen Seldom FC. Ich würde sagen, er wird gewinnen. Aber mal gucken, was mein Team so leisten kann, ja. Wir geben unser Bestes. Das ist Nigeria. Okay. Du los, mach an für 4. Ich will los. Dum 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 da 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 dum 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 dum. Gut, das kann ich halt nur um Stunden halten, bis das Spiel ja durch ist. Ja, wir bleiben einfach mal auf dem Laufenden. Ach, ich stehe ja da oben. Wir werden nichts verpassen. Gelbe Karte. Na, 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 da habt ihr aber nicht nett gemacht hier. Einfach gefoult hier. Der Störneberg. Hallo. So. Wer spielt denn heute noch? Oh, der ist doch passiert. Oh. 17:57. Nee. Ja, wir führen 1:0. Ja. Wer war's? Ja, mein Top-Torjäger. Oh, wer jetzt hier? Junge, Junge, Doppelpack. So gefällt mir das innerhalb von einer Minute 2 Tore. So, ich musste ganz kurz AFK gehen, mein Bruder hat gerade geklingelt. Hat mir nämlich Katzenfutter gegeben. Für seine Katze, die ich momentan bei mir habe. Ja. So, was können wir eigentlich zur Halbzeit mal umwechseln? Was können wir denn noch machen? Ja, den Lopez, den können wir mal reinbringen. So.
Ja, so lassen wir das. Aber das war jetzt schon 2-0 führen. Junge, Junge, da habe ich echt nicht mit gerechnet. Hoffen wir mal, dass es auch so bleibt. Nicht, dass wir jetzt noch drei Tore kassieren oder zwei. Das wäre nicht so schön. Mit einem könnte ich leben, aber das reicht dann auch. Mehr muss ja nicht sein. So, jetzt wird das mal gewechselt. Oh, und schon steht 2-1. Jawohl. Oskampo hat geschossen. Wer ist denn Oskampo? Ne, hier. Weißt du, fast sein schlechtester Spieler. Der macht das Tor. Ne? Das ist der Wahnsinn. Carlos, hier. Du machst das jetzt bei Labi. Jawohl. Ich sagte, du machst das. Hat sich die Auswechslung schon bezahlt gemacht. Eingewechselt und 4 Minuten? 3 Minuten später. Ah, gut. 3 Minuten später ist mein Tor gemacht. So gehört sich das für einen Stürmer. Müssten jetzt auch noch andere Vereine spielen, oder? Ja, gucken wir doch mal bei den anderen mal schnell zu. Zehnter gegen Zweiter. Ja, komm, wir unterstützen mal den Zweiten. Der wird eh Meister oder Vize. Achter gegen 14. Komm, 14. hier. Und wir haben hier Dritter gegen Elfter. Oder schützen wir den Dritten? Immer noch 3-1, irgendwas passiert? Nein. Oh. Oh. Oh, 3-2. Oh, jetzt wird's nochmal knapp. Können wir nochmal hier unterstützen. Chelsea. So, Spielstand noch 3-2 und noch circa 15 Minuten zu spielen. Würde ich sagen, machen wir so unsere dritte Auswechslung. Oh, das wäre so schön, wenn wir das gewinnen würden. Ist ja nicht so, als ob ich mit dem Unentschieden auch nicht leben könnte, ja. Das wäre auch vollkommen okay, aber wenn wir schon mal 2-0 führen und 3-1 führen, dann ist doch da hoffentlich auch ein Sieg drin. Ballbesitz, mehr Schüsse, mehr Effizienz. Fouls haben wir weniger, also ist doch gar nicht so verkehrt. Aber sehr gut aufgerufen, hast Ball erstmal weggeschlagen. Nach 5 Minuten. Das sieht sehr nach einem Sieg aus, würde ich behaupten. Außer jetzt vielleicht so 89. Minute oder so weit, das wäre dann nicht so schön. Okay, nochmal Ecke für unsere Jungs. Meine Jungs. Unsere, was auch immer. Oh nein, faul. Na nur, ein bisschen verbuggt hier. Das kann nicht wahr sein. Genau wie ich es gesagt habe. 88. Minute. Boah, das kann doch echt nicht wahr sein. Boah, das ist doch ärgerlich. Das Weil wenn ihr mal die Statistik von mir angucken wollt, ne? 2 Siege, 6 Unentschieden und eine Niederlage. Ich spiele fast nur Unentschieden. Das ist der Wahnsinn. Ach, Mann. Das ist echt ärgerlich.
Kurz vor Schluss. Boah, so kommen wir ja auch nicht weiter in der Tabelle voran. Das ist doch Bullshit. Ah, okay. Morgen 14:50 Uhr, unser Champions League Spiel gegen Spitten FC. Vielleicht reißen wir ja da ein bisschen was. Ein Sieg wäre auf jeden Fall, nee, ein Sieg ist Pflicht, ja. Nicht Wehrpflicht, sondern ist da wirklich Pflicht, ja. So, dann bedanke ich mich rechtzeitig fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Ciao.